Ja, herzlich willkommen zum Gemüsefan-Podcast und zum zweiten Teil dieser wunderbaren Serie, die Tom Arte uns rausgesucht hat. Hallo Tom. Jo, hallo Arti, genau, wir schauen immer noch die erste Folge von Sexuell verfügbar und wir machen ja nahtlos weiter. Wir sind etwa bei der Hälfte der Folge und ja, wer die erste Folge gesehen hat, der weiß, dass es hier ganz schön bunt zugeht, wie immer im GZ-Funk. Also auf jeden Fall sind hier ein paar Leute sexuell verfügbar, wie das Bild gerade vermuten lässt. Richtig, richtig. Es ist wild und es geht grob um das Thema Feminismus. Ach Okay, wir so, machen weiter, es geht um oder? Film. Ah, okay. Guten Flug. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ihr seid so eine Katastrophe. Bitte, es ist für Max. Nein, ihr seid hier unerwünscht, Miki. Ja, ich weiß, aber ich schaffe das einfach nicht mit diesem Job, mit diesem. Weißt du noch, wie das hieß, die Serie, die wir mal, oder diese eine Folge, die wir mal geschaut hatten, wo genau das Ding war? Was Dieses meinst eine du? Mädel, was sich dann als Junge Ah. identifiziert hat, wo dann diese russisch oder osteuropäisch angehauchte Balletttrainerin gesagt hat, ihr habt Hausverbot. Das war so eine Ärzteserie. Und die wollte Irgendwie an der Ballade. Küste hat die gespielt, ne? Genau, um Gottes Willen, wie hieß denn diese Serie? Ich weiß es nicht mehr. Aber ja, das hat hier ganz ähnliche Vibes. Also ist die Handlung ist wahrscheinlich ähnlich. Weil, habe ich das richtig gesehen? Hier im Hintergrund sind nur Mädchen, oder? Das ist ein Mädchentanzkurs. Die haben noch Und nicht das neue Selbstbestimmungsgesetz gelesen. ihr Sohn, der Max, soll jetzt da mitmachen. Habe ich das richtig verstanden? Also, Ja. ah, das ist auch schon so wirr und das. Aber halt anscheinend als Ballerina und nicht als, verdammt, wie heißt das männliche Gegenstück eigentlich dazu? Ballerino, ich weiß nicht. Machen die überhaupt Aber, Ballett? ja, aber ist, na klar, es gibt ja immer den männlichen Part gibt es Nee, immer beim Ballett. sorry, ich meine hier die Mädchen im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob das ein Ballettkurs ist oder irgendwas Ich glaube anderes. schon, oder? Ja, wir schauen mal weiter. Bringen, holen, bringen, Oh holen. nein, wir haben alle unsere Probleme, oder? Ja, aber Max liebt tanzen, das kannst du ihm doch nicht antun. Bitte, er vermisst es hier. Mann, bitte. Ja, okay, gut, okay. Komm. Ach, guck mal, im Es sieht Hintergrund sind auch schon zwei nach Ballett Jungen. aus, oder? Nee, guck, erstens haben die keine Ballettsachen an. Im Hintergrund sind Ah, noch okay, zwei Jungen. stimmt. Ja, die haben Das was ist ein gemischter Lustiges. Tanzkurs. Muss die ja richtig auf die Kacke gehauen haben, um da rauszufliegen. Ja, warum ist der jetzt rausgeflogen? Also, ich vermute mal auch fast, dass er als Kind ja nichts falsch gemacht haben wird, sondern irgendwas die Mutter. Also, da können wir gespannt sein auf die Klärung. Warum kann Max nicht Cinderella tanzen oder irgendeine Scheiße? Ja. Max? Let's go! Okay. Kann er nichts für seine Mutter. Okay, alles am Anfang. Okay, ich wollte nur noch mal kurz einhaken. Das Hm? beruhigt mich ja, dass jetzt hier noch mal so eine Art Trans-Thema hier aufkommt. Also es ist ein gemischter Tanzkurs, es sind Jungs und Mädchen dabei. Ich dachte wirklich, jetzt kommt hier noch mal so ein Ding wie damals eben in dieser Ärzte-Serie. Hier Ja. wären nur Mädels am Start und er wäre jetzt so der einzige Junge, der sich aber wie ein Mädchen fühlt und pipapo. Also das ist dann doch etwas beruhigend. Stellt sich die Frage, was hat denn die Mutter da reingeschissen, dass sie so unerwünscht ist? Ja, Oder? das ist die Frage. Ja, das ist die gute Also ist doch Frage. super entspannt hier gerade, also. Vielleicht hat sie den Strap-on-Dildo genommen und egal. Sieben, acht und eins. Zwei, drei, vier, fünf, sechs und sieben, acht und eins. Genau, du rufst jetzt da an und fragst, ob das bis dahin kommt. Sonst müssen wir irgendwas anderes organisieren. Okay? Gut. Okay, ich melde mich nochmal. Lilo! Ah, komm. Okay, Lilo, hör mir mal zu. Ich muss da jetzt rein und es ist ganz, ganz, ganz wichtig für mich. Ich hole da ein paar Papiere ab, okay? Okay? Okay. Also? Kein Kaugummi, kein Sprechen, keine Fragen, nichts anfassen, kein Singen, kein Tanzen, kein Essen, kein Scheißen und kein Kaugummi. Okay. Komm. Das zuerst bearbeitet und das müsst ihr bis morgen zu mir. Die müssen noch von mir Hallo. unterschrieben werden. Ich würde gerne mit Ben Sellmann sprechen, wenn es geht. Einen Moment. Erstmal schön vordrängeln. Okay, ich verstehe, warum die Frau irgendwie Probleme hat im Zwischenmenschlichen mit irgendwelchen anderen Leuten, weil sie einfach Ja, Assi ja. ist. Also sie ist halt so der Hauptcharakter. Also Ja. was ich damit meine, jemand, ein Mensch, der im normalen Leben von sich
denkt, er wäre überall der Hauptcharakter und egal wo er reinkommt, er kann erstmal sofort drankommen und mit jedem richtig sprechen. Also ja, ich meine, offensichtlich die sich gerade umdreht, war zuerst dran. Also zu deutsch asozial, ja. Michaela. Bianca. Ich habe dich gerade gar nicht erkannt. Zickenkrieg. Yay. Du arbeitest am Empfang. Ich bin die Partnerin meines Bruders in der Kanzlei. Ja, natürlich. Okay, dann schließe ich. Mein Fehler. Kann passieren. Lilo, sag mal, was stimmt eigentlich nicht mit dir? Wie oft habe ich dir gesagt, du kannst doch nicht einfach irgendwelche Blumen abreißen, die sterben doch. Oh Mama, die habe ich für dich gepflückt, damit du dich freust. Ja gut, ich freue mich aber nicht. Mach mir doch einfach mal ein schönes Bild, so wie jedes normale Kind. Ich liebe aber Blumen. Ich muss gleich zurück, ja. Oh. Hallo. Micky und? Ja, das ist Lilo, meine Tochter. Lilo, das ist Ben, wir kennen uns aus der Schule, wir haben zusammen gespielt, gelernt und... Ja, kommst bestimmt wegen der Akte, ja? Wir haben alles Wichtige drin. Der Vorwurf lautet, wie gesagt, Nötigung, sexuelle Belästigung, Vergewaltigung. Wer hat Sex? Lilo, guck mal, da hinten ist so ein witziger kleiner Baum. Guck dir den nochmal an, ja? Okay. Wie gesagt, ich habe niemanden vergewaltigt. Er wollte penetriert werden, das war einvernehmlich. Ja. Nein, Ben, das ist wichtig. Ich meine, wenn ich jetzt ins Gefängnis komme, was passiert dann mit meinem Kind? Ich frage mich manchmal, also meine Oma ist nicht mehr bei uns. Wenn ich der das so, erzählt hätte, ja, in wenigen Jahren wird vom öffentlichen rechtlichen Rundfunk werden ja irgendwelche Serien gedreht und finanziert, wo es darum geht, dass eine Frau Sätze sagt, wie er wollte penetriert werden von mir als Frau mit einem Strap und Dildo. Und ich würde sie fragen, Oma, willst du weiter GEZ zahlen? Was würde sie sagen? Mir hat Lindenstraße immer gefallen, sagt sie dann. Ja, so, also, da kommt doch auch Gutes im Fernsehen. Oh je, oh je. Du, klar, wenn du vorbestraft bist und dein Mann, also dein Ex-Mann, wenn er das so gerecht ohnehin haben will, dann, ja, dann hast du keine Chance, dann sind die weg. Und deswegen brauchst du echt einen guten Anwalt, das hier. Das ist André Stevens, der ist einer der besten Strafrechtler für Sexualdelikte in Deutschland. Wir kennen uns gut, der wird dich da rausboxen. Nein. Wie? Nein. Ich dachte, du bist mein Anwalt, Ben. Ja. Dein Fall ist komplex, Micky. Da brauchst du einen Profi. Von so einer Sachlage habe ich nicht mal im Studium gehört. Micky, ich bin nur Strafrechtler für Wirtschaftsdelikte. Keine Ahnung von Blut und Sperma. Oh nein, Lilo. Lilo. Scheiße. So. Das ist nicht dein Ernst. Nicht schlimm. Nee? Nee. Stimmt, das ist nicht schlimm. Aber weißt du, was schlimm ist? Dass du dich nicht traust, mich zu verteidigen, weil du dich für meinen Fall schämst. Das ist schlimm. Und weißt du, was noch schlimmer ist? Dass du dich nicht traust, es mir ins Gesicht zu sagen. Hier, dein kleinwüchsiger Baum. Schick mir eine Rechnung. Junge, die Frau ist ja sowas von toxisch unterwegs. Boah, das sind echt solche Hauptcharakter-Vibes. Also, nur weil er sie nicht vertreten will, hat das jetzt direkt irgendwas mit persönlichen Animositäten zu tun. Ja, du schämst dich für mich. Er hat sogar gesagt, ich habe keine Ahnung von diesem Rechtsfeld. Ich habe hier einen rausgesucht für dich, der hat da richtig Ahnung. Nimm den, der ist besser als ich. Lustigerweise war das jetzt so ein Dialog, der irgendwie die Mann-Frau-Balance übelst verdeutlicht hat. Der Mann geht rational ran. Stimmt. Eine rationale Begründung, will hier ein Problem lösen, gibt dir einen Tipp, wie sie es besser machen kann. Sie ist beim Thema Gefühle. Ah, sie fühlt sich zurückgesetzt. Ja. Ich will doch nur meine Jugend nochmal durchleben. Du Schwein. Ja, genau. Denkt an tausend andere Sachen als an diesen Fall, der halt als objektives Problem zu lösen gilt. Komm. Tschüss. Aber wir sind ja auch bloß Männer. Wir verstehen das nicht. Kurz zu besuchen? Komm, lass es einfach. Du hast echt keine Ahnung. Ja, und was für schrecklichen Schwierigkeiten sie diesmal steckt? Ich bin nicht ihr Anwalt. Nee, natürlich nicht. Sehr gut. Ja, als ob. Als ob so ein Anwaltsschnösel sich so verhalten würde. Ja, muss also ich das Verhalten also, kenne ich eher von, naja, Neubürger. Von anderem Klientel, wirklich. Also, das kann mir keiner erzählen, dass ein Anwalts-Business-Typ sonst wer sich so verhalten würde. Also, wenn er eine Familie sieht, die sich zusammen hinsetzen will. Ja. Ah,
Das sind solche konstruierten Beispiele. Wird sein, die wollen, das ist der Typ, der sie sozusagen vertreten sollte. Also, es werden ja einfach so Sachen konstruiert in dieser Serie, das ist schon wild. Ja. Okay, das fand ich sogar lustig. Starke irgendwie. Frau, ja, das ist schon cool. Saurier, das ist ein Sammelbegriff. Max? Ja. Saurier ist ein Sammelbegriff, das kannst du nicht sagen. Ach so. Ja, Mann. Also vielleicht Tipps. Was gibt Saurier mit A? Schnecke. 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 Ah. Schnecke mit E. Tiger. Ja, Tiger. Opa! Wo ist Oma? Ja, die ist zu Hause. Was mit der Kette? Ja, die habe ich jetzt neu gekauft. Ja, die ist noch nicht bei meinem. Was, der Ketzer der Neuzeit? Was? Nee, ja, es klang so, ne, aber es ging um die Kette. Was ist mit der Kette? So, schade. Dein Bart. Seit wann hast du Vollbart? Papa. Ich wollte euch mal wieder besuchen. Okay, also, Gott, das setzt sich ja hier. Was hatten die Einblendungen jetzt zu tun gehabt, als die mal kurz gesehen hat? Vermuten, der Vater von ihr oder der Opa von den Kindern ist ein nett ausgedrückt Lebemann der 70er. So ein Austin Powers charaktermäßig. Ja. Also so ein halber Pornodarsteller. Ja. Und interessanterweise schämt sich jetzt Frau Strap-on-Mama dafür. Ja, das ist mein Humor. Mit dem twerkenden Babysitter. Ja. Heidi! Was Heidi, zum Heidi, Fick Heidi, ist Opa, da los? Heidi! Ich bin gemütlich, Entschuldigung. Es kann mir doch keiner erzählen, dass das eine gesunde Umgebung für die scheiß Kinder ist. Wenn du dauernd so ein. Ich weiß nicht, wie ich den Typen nennen soll. In den 80ern hängen gebliebenen, ja. Ja, das ist schon sehr eigenartig. Also Menschenhass. Solche Leute. Ja, das ist kein gutes Umfeld tatsächlich. Und dann noch das Thema Scheidung jetzt oben drauf, also was ja ein Kind sowieso immer belastet. Und dann noch so eine Umgebung dazu. Na stell dir mal vor, das Amt kommt vorbei, um zu gucken, wen sie die Kinder geben soll. Und da hast du diesen Typen, der in so ein Penis-Zringtanker da irgendwelche Sachen bügelt und sie halb dabei fickt. Ja. Also, das bügelt ja, dann fickt. Also. Genau, und nur eine Weste anhat, ansonsten oberkörperfrei rumsteht. Und die Frisur allein hinten hat er so 10 einzelne Haare, die hinten runterhängen. Ja. Also. Ah, ja, keine gute Umgebung. Also, an wen gehen wohl die Kinder? Ja, an wen gehen wohl die Kinder? Nicht an dem Typen, der den Kühlschrank putzt. Genau. Ah, hier sieht man es schön mit den Haaren, ja. Ja, schön. Ja. Na, grüß Gott, der Herr. Ich bin der Henny. Aha. Servus. Servus. Kinder, könntest du mal bitte helfen? Ja. Ist was? Ja. Ja, das ist ein höflicher junger Mann, so sportlich. Ja, lenk jetzt nicht ab, was machst du hier? Dann wurde die alte Hexe sehr ernst gemacht. Mich vor die Tür gesetzt. Aber du kannst nicht so frauenfertig über Mama reden. Das geht nicht. Er hat gesagt, du sollst dich jetzt um mich kümmern. Du hast billiger als alles haben. Die Schlampe. Ja? Wow, wow, wow. Die hat gerade ihre Mutter als Schlampe bezeichnet? Ja, und der Mann, und der Vater hat gemeint, und das war wahrscheinlich dann das Frauenfeindliche wieder. Ah, ui, ui. Was ist denn das hier? Also. Nee. Okay. Es sind keine guten Familienverhältnisse auf jeden Fall, in allen drei Generationen. Also es ist wirklich die armen Kinder, ohne Scheiß. Ja, auf jeden Fall. Also die Großeltern trennen sich, der Opa wird vor die Tür gesetzt, die Eltern haben sich getrennt. Also was sollen die Kinder für ein Bild von Beziehungen haben? Ja. Eine Nacht, aber dann suchst du dir ein Hotel. Echt, ich hab genug eigenen Kram. Wer soll das bezahlen? Ja, ich nicht, keine Ahnung. Die Leute denken immer, das Geld wächst auf den Bäumen. Hm? Schuhe ausziehen! So, jetzt aber ins Bett. Okay, ins Bett. Jetzt schon. Gute Nacht. Thank you.
wollte noch was sagen. Ja? Ich wollte nur sagen, ich werde mich schon witzig machen diesmal. Im Porno schaue ich nicht wieder über WLAN. Nur mit DVDs. Ich Papa. Wenn okay, also darum ging es vor uns. Weil mich hat das nämlich schon gewundert, bei der Einbindung vor uns, da war ja nämlich so ein Mauszeiger zu sehen und da wurde angeklickt so ein Button, ich bin über 6, 18, ne? I'm over 18, ja genau. Also der hat Pornos im WLAN geschaut. Vielleicht haben es die Kinder sogar mitgekriegt. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich war das Problem dann für den großen Zwist, weil ganz ehrlich, wenn sich ein erwachsener Mann Pornos anschaut, da gibt es an sich nichts auszusetzen. Aber der Opa, also weißt du, das ist ja nochmal eine Eskalationsstufe höher. Ja, ja, aber ich meine jetzt aus Sicht von ihr, die mal eben Leute mit einem Strap-on-Dildo fickt. Wenn jetzt der Ach so, ihr na, Vater klar. Pornos sehen würde, alleine im Privaten und sie erwischt ihn dabei, dann ist das für sie, hoffe ich, doch kein Problem. Also ich nehme mal an, dass die Kinder involviert sind, wir werden es vielleicht gleich. Ich glaube, da schnallt sie den höchstens noch mal enger und leider zur Tat, aber ja, prinzipiell. Wenn du hier bleiben willst, dann brauchen wir wirklich einen Deal. Ja? Kein Keyboard spielen mehr nach Mitternacht? Keine Spielautomaten-Casinos, keine Freunde von Spielautomaten-Casinos. Und kein? Hm? Kein? Darmbesuch. Ja. Haben Sie vielleicht Pizza bestellt? Salami, Ananas? So, das wäre deine Sorgerechtsaberkennung. Unterschreib sie hier bitte. Könnte ich vielleicht Ihren Fernseher konfiszieren? Kannst du vielleicht endlich mal was Vernünftiges anziehen? Moment, Sie sind vorläufig festgenommen. Es klingelt. Ach was. Herrenbesuch? Oh Mann, halt die Klappe, Papa. Das ist für Lina. Ist sie da? Hatte viele Hausaufgaben, ist schon im Bett. Und was ist das da? Das sind deine Hausaufgaben. Was ist das denn? Er ist so der weiße Ritter in dieser Serie. Also, he can fix her oder so. Anzeige. Herr von Modersohn. Ich bin ein ganz normaler Familienvater. Anständiges Benehmen ist für mich das Wichtigste. Magst du Abenteuer? Früher waren die Frauen irgendwie anders. Der Typ wollte penetriert werden. Was hat das getan, was Typen seit 300.000 Jahren Scheiße ist. Also, ohne Scheiß, was hier auf uns zukommt. das ist ganz witzig. Dass wir hier nochmal so einen Abriss haben, was jetzt alles kommt. Also es macht uns ja direkt heiß. Die kommenden Folgen. Ja, das ist ja also so wahnsinnig. Ich lasse es nochmal kurz durchlaufen. Heikos Video Productions, der Heiko am Apparat. Starke Frauen mit Titten. Unabhängige Schlampen. Keine Widerworte, keine schnippischen Antworten. Ich mochte unabhängige Schlampen. Das ist ein schönes Wort. Keine Widerworte, sich unterwerfen, so muss man es machen. Aha, also was wird er denn dann hier noch beigebracht, wie man sich als unterwürfige Frau geben soll? Okay, eine devote Feministin. Ja, ich bin tatsächlich ein bisschen angefixt, in was für eine Richtung das hier geht. Sich unterwerfen, so muss man es machen. Nichts ist hier easy. Was mache ich jetzt? Wirf eine Münze oder so. Kämpf jetzt mal, anstatt hier rumzuheulen. Ich bin unschuldig! Oh Gott, also okay. Ich prophezeie, das wird ein ziemlicher Abfuck werden. Ja, ich glaube auch. Das war auf jeden Fall die erste Folge. Du hast was Gutes gefunden. Verfügbar. Ja. War schon gut drüber. Und so wird es wahrscheinlich auch weitergehen. Könnt uns gerne schreiben, wie es euch gefallen hat. Nahtlos können wir jetzt leider nicht in die zweite Folge gehen. Deswegen müssen wir hier erstmal wieder cutten. Ja, wir wollen ja den YouTube-Algorithmus füttern. Jetzt ist es die Katze aus dem Sack. Wir machen erstmal ein paar kürzere Sachen vielleicht ab und an. Das wundert euch nicht. Gut. Aber weißt du, was ich anbieten würde? Vorhersagen. Wie geht diese tolle Serie aus? Ja, wie soll sie ausgehen? Also, ich denke, sie wird gewinnen, oder? Ja, gut, wobei, das ist vielleicht gar nicht mal so gesagt. Ich meine, uns soll ja hier auch ein bisschen vermittelt werden, wie böse die Institutionen Frauen gegenüber sind. Also, wie geht die aus? Also, den Fall könnte sie vielleicht tatsächlich verlieren. Aber ich denke mir jetzt so, die könnte mit diesem Anwalt zusammenkommen. Da ist auf jeden Fall die Chemie da, würde ich meinen. Okay, ich prophezeie, sie kommt nicht mit dem Anwalt zusammen, auch wenn es sich so anbahnt, aber er ist halt auch einfach nur ein Mann. Und sie wird Berlin verlassen mit den Kindern, die sie behalten darf, weil der andere Mann ist natürlich auch ein Schwein. Zieht irgendwo aufs Land oder nach Brandenburg oder sowas, ne? Und schreibt dann ein Buch, was ein Bestseller wird.
Das ist meine... Das klingt ziemlich gut. Wow. Wow. Okay, das ist meine Vorhersage. Ja, das finde ich ziemlich gut. Ich bleibe jetzt einfach bei meiner aus Prinzip, weil es wäre zu lame, aber jetzt, wo du deine so abgibst, finde ich das ziemlich geil. Okay, also halte ich für plausibel. Gut. Wie viele Folgen haben wir davon vor uns? Wie viel gibt es da? Ich glaube, insgesamt 6 gibt es. Da müsste ich jetzt hier nochmal gucken. 5 oder 6. Also es ist noch ein bisschen Filmmaterial. Okay, okay. Ja, es gibt auf jeden Fall noch ein bisschen was. Ja, dann, liebe Leute, schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr denkt, dass das ausgeht. Mhm. Und ja, der gewinnt, bekommt ein Like. Ist ein großzügig. Jo, macht's gut. In dem Tschüss. Sinne, haut rein.